Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Codenames. Mit dabei immer noch der Herr Hannes. Hallo. Der jetzt mit mir zusammen im Team spielt. Und wir treten an gegen Phantom. Moin. Und Random. Hi. Diesmal darf Random erklären. Bei uns habe ich so gewürfelt, dass ich wieder entscheiden durfte. Das heißt, ich gebe wieder die Begriffe an. Herr Hannes ist also schuld, wenn wir verlieren. Diesmal stimmt alles. Wir haben jetzt auch rausgefunden, nachdem die Runde aufgehört war, dass dir die Farben entscheidend ist. Das heißt, Blau hat 9 Begriffe, deswegen kriegen die 17 Minuten Zeit. Wir haben 15. Genug der Laberei. Hier sind die Begriffe. Und eure Zeit geht los, Random. So, welche Begriffe sind denn von uns? Ich bin rot. Okay. Mal schauen. Das sind tolle Begriffe. Loch Ness ist wieder dabei. Übersehen habe. Kann ich dir direkt einen Tipp geben? Echt? Wow. Fliegen 2, okay. Was davon fliegt? Der Drache? Schnabeltiere fliegen bestimmt auch. der Hubschrauber. Daneben steht direkt die Fliege, du Spaten, aber naja. Darüber reden wir jetzt nicht. Glück gehabt. Okay, was mache ich denn mit dir? Das könnte ich nehmen. Die Frage ist, welches der Wörter hast du übersehen? Vielleicht hast du ja gar nicht die Fliege, sondern eins der anderen übersehen. Was? Ich rate einfach gleich nochmal die Fliege. Schade. Leider geht der Begriff nicht, den ich gerade überlegt habe. Da ist die Gefahr zu hoch, dass der Herr Hannes einen falschen Begriff auswählen würde. Ja, was tun? Gefällt mir nicht, meine Begriffe, ehrlich gesagt. Es hätte schönere Wörter geben können. Aber gut, ändern können wir uns nicht mehr. Ich glaube aber, dass ich... Ich versuch's mal. Ich versuch's mal, ob ich damit bei dir durchkomme. Mit der Delikatesse 2. Die Delikatesse 2, okay. Da haben wir schon mal die Muschel, die auffällt. Die Torte fällt auch auf. Ein Apfel ist auch essbar. Das ist aber wirklich eine Delikatesse. Also ich denke mal, Muschel, da bin ich sicher dabei. Muschel ist doch keine Delikatesse, wenn du kein Franzose bist. Doch, Muscheln sind lecker. Was? Franzosen essen Schnecken. Sind auch Weichtiere. Ja, ich sehe nicht, ob ein Apfel eine Delikatesse sein soll. Das ist nämlich die Torte. Schnabeltier. Zumindest in... in Australien zumindest. Oder so ein Hund in China bestimmt auch. Ja, stimmt. Oder ein Apfel in Afrika. Da ist alles eine Delikatesse. Ich wollte gerade sagen, der wäre Toast aber auch mit drin. Oh, da habe ich eine gute Idee. Wie ich die zwei unter einen Hut bringen kann. Gefällt mir. Aber erstmal müssen wir gucken, was Random Schönes treibt. Ja, das wüsste ich auch ganz gern. Ich habe bis jetzt nämlich noch keine Ahnung. Ich will ja nicht schon wieder verlieren. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr Vorschläge habt, was wir sonst spielen können im Tabletop-Simulator, immer raus damit. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Workshop für Codenames Volume 2, die deutsche Version. Obwohl ich euch ehrlich gesagt die englische eher empfehlen würde. Sie sieht ein bisschen besser aufgebaut aus und sie ist scripted, wodurch das Spiel sehr viel einfacher und offensichtlicher ist. Problem ist nur, es sind englische Begriffe, die teilweise sehr viele Synonyme darstellen können. Dass wir gestern damit einige Probleme hatten bei uns. Und auch ganz lustige Fachbegriffe, die niemand kennt. Richtig. Das auch. Und da gab es noch Phantom, der was ganz Komisches geschrieben hat. Ja gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe ja schon im Stream gesagt, so wie Phantom hier schreibt, ist es, wenn Random bei Scribble.io irgendwas malt. Ach, von daher. So male ich aber auch.
Okay, also du musst jetzt auch irgendwas schreiben. Ihr habt doch 2 Minuten ganz länger ruhig. Zeit gehabt als wir. Was machst du denn für einen Stress, Fendt? Ich war in der ersten Runde relativ schnell. Ja, er hat doch 14 Minuten. Und diesmal wird auch keiner die Uhr manipulieren, wie im Stream. Das war keine Manipulation, das war einfach eine Streamlücke. Achso. Natürlich. Das kann auch sein. Hatten kurz alle einen Blackout und auf einmal war es 2 Minuten später. Genau. Ach verdammt, das kann ich ja auch nicht schreiben. Doch, schreib's doch. Zeit? Ich weiß zwar nicht, was du schreiben willst, aber schreib's doch einfach. Ganz ruhig. Die Zeit spielt nicht gegen dich. Also eigentlich schon, aber... Sei doch leise. Oh, ich könnte sogar... Ach komm, dann machen wir einfach mal kurz ein Einser. So. Pfeil 1. Okay, bestimmt der Apfel. Es gibt ja diese tolle Sage von diesem Typen mit dem Apfel. Wilhelm Tell. Genau, Wilhelm Tell. Ich gehe aber auf den Bogen. Danke. So, da wir hier so ein bisschen was haben, gehe ich mal. Ey, wenn der Apfel wirklich bei so, wäre, hätte es ein 2 ranschreiten können. Ja. Kleidung 3. Kleidung, okay. Ich denke, weil ich so lange gebraucht habe. Okay, die Fliege und der Knopf würden es jetzt Sinn ergeben. Schuh ist natürlich auch Kleidung. Sonst auf den ersten Blick fällt mir nichts ein. Ich meine, ich könnte einen Korb tragen, aber das sieht ja nicht so toll aus. Also ich denke mal, Schuh ist relativ sicher. Das nehme ich als erste. Nein, die Hand kann man auch tragen. Die trägt man sehr häufig. Inwiefern trägst du denn die Hand? Nein, du trägst sie mit dem Arm. Gute Idee. Knopf und Flieger haben beides noch andere Bedeutungen, aber sind beides kleine Stücke. Ich nehme jetzt erst Knopf und dann Fliege. Schade, an die Fliege habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ist aber nicht schlimm. Alles gut. Es war kein blauer, aber schon wieder dran. Ja gut, deswegen habe ich auch erst den Knopf genommen, der war irgendwie sicherer. Alles gut. Wie gesagt, die 3 war auch eher so Risiko, weil ich um Ecken gedacht noch eine Möglichkeit gehabt hätte, was einzubauen, aber ich habe nicht auf die Fliege geachtet in dem Moment. Okay. Oh, ich habe die nächste Idee. Die gefällt mir. Ich muss sie aufschreiben, sonst vergesse ich sie. Ey, wir haben noch 6 Wörter, die nur 4. Ja? Ja. Wir spielen stark drauf los heute. So, direkt das nächste. Tragen, okay. Tragen 2. Ja, die Hand auf jeden Fall. ich würde sagen, den Korb, den trägt man auch. Sehr schön. Gut. Und damit wir denen auch kaum Zeit geben, mache ich das hier. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Jaulen 2. Okay, Jaulen 2. Dann nehme ich auf den Hund. Na, wenn man in eine Mine reinläuft, jault man auch. Ah, das ist jetzt so schwierig. Bei welchen Sachen hängst du denn? Du kannst ja deine Gedankenprozesse auch erklären. Ich tippe zwischen Jäger und Chor. Ein Jäger macht manchmal Tiergeräusche nach, damit er die Tiere findet, aber ein Chor, wenn der schlecht singt, dann klingt das auch mehr nach einem Jaulen. Hättest du irgendwas mit Kleidung noch malen können von beiden? Ein Jäger trägt Kleidung, ein Chor hat jetzt auch Kleidung, aber nicht so besondere. Oder beende ich den Zug? Nee, aber das ist... Ich nehme den Jäger. Schade. Okay, kann ich das machen, ohne dass was schief geht? Ich weiß es nicht, ich mach's aber trotzdem. Oh, jetzt wird's spannend. Weil mir immer ein bisschen. Er spielt jetzt relativ schnell plötzlich. Ja, auf einmal geben sie auch Gas. Ja, ich muss ja irgendwas finden, sonst gewinnt ihr ja noch. Ups, da steht jetzt in der nächsten Zeile, egal. Nicht 2, Shakespeare. Sehr gut. Was reimt sich auf Shakespeare? Schnabeltier. Nein. dann sage ich mal Apfel. Schade. Deswegen habe ich auch Wilhelm Tell vorher nicht gesagt. So, was habe ich denn? Den Begriff muss ich machen. Auch wenn er nicht eine Armbrust statt einen Bogen hörte. Den Begriff muss ich machen. Und den Begriff muss ich noch machen.
Gedicht. Boah, nein. Schnabeltier, nein. Abgabe, nein. Ich glaube, ich mache es mal so. Da können... Ah, wobei... Nee, das könnte Probleme geben. Das mache ich könnte, nicht. Könnte. Ihr seid im Vorteil. Ja, aber es könnte Probleme geben im Sinne von Spiel verlieren. Deswegen... Sehe darin kein Problem. Ja, du nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist auch kein so großes Problem. Du nicht, aber okay. Das wäre, glaube ich, ausgleichende Gerechtigkeit. Nur mal sicher. Wir machen im Notfall ja auch, dass das andere Team noch nachziehen kann, oder? Wenn ihr wollt. Ich meine ja nur, weil ihr fangt an, ihr habt den Vorteil. Ich meine, wir können es auch lassen. Ich meine, wir machen sowieso gleich Schluss. Also so ist es nicht, aber... Ach so, ja gut. Ey, die haben Bord mehr, das ist kein Vorteil. Ihr habt aber auch mehr Zeit. Ja, und die Zeit ist relativ irrelevant. Guck mal, wir machen zu viel. Na, das gefällt mir so nicht. Ich will möglichst natürlich mindestens zwei versuchen zusammen abzudecken, um danach ein einfaches Ding zu haben. Aber ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Also machen wir es doch. Machen wir es doch einfach mal so. Und gehen erstmal auf Nummer sicher mit Oxidation 1. Ja gut, dann nehme ich Rost. Jetzt ist natürlich die Frage, was die machen. Ich sage das hier. Biologie-Klassenarbeit, okay. Schnabeltier. Glas definitiv nicht. Lager, nö. Loch Ness, vielleicht. Drucker, nein. Wand, nö. Obwohl Wand? Nee. Mine, ich sag Mine. Och, wie gut! Ich fand ich fand das saugut, Biologie-Klassenarbeit. Ich dachte, Abgabe, fuck. Abgabe, ja. Oh, der ich war echt gut. Bleistiftmine. Ach so. Oh, der war aber echt gut, Biologie-Klassenarbeit. Natürlich wäre das vorhin Musik der Chor gewesen. Auch bei Jaulen wahrscheinlich, oder? Richtig, ja, bei Jaulen. Und bei Kleidung dachte ich noch eventuell, es wird gelagert. Okay, ich dachte an Abgabe bei der Kleidung, aber... Was ich nicht machen konnte, war Essen, das wäre Toast gewesen und ihr hattet halt noch die Abgabe. Das waren noch die Begriffe, ansonsten halt hier die Weißen. Warte, du dachtest bei Gedicht an Toast? Nee, ich dachte bei Gedicht auch an Abgabe, wegen vielleicht irgendeine Gedichtsinterpretation schreiben oder so, wie man es damals in Deutsch gemacht hat. Wow. Weiter. Aber ich fand die Erklärung von Phantom auch geil mit Shakespeare, Schnabeltier, Gedicht, weil es hat ja auch gestimmt. Ich fand es echt gut. Es hätte funktionieren können, aber es hat es nicht, weil sie sind halt die Loser. Man hat jetzt rausgefunden, nach den ersten zwei Runden, hey, Hannes war immer beim Gewinnerteam, Phantom immer beim Verliererteam. Das heißt, wir wissen, warum ich in der ersten Folge verloren habe. Wichtig ist, wie geht's in der nächsten Folge weiter? Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Tschüss. Ciao.